Ich meine, ich hätte mal irgendwo gelesen, dass du eine hier bekommst und die andere taucht irgendwann unten im Markt auf. Ich meine, du kannst alle haben. Wo war denn der dämliche Markt? Zwar holen, aber dann hättest du dein anderes Begleit hier im Gebiet vom Moblin-Bombenlager, würde es anders aussehen. Okay. Aber du gegnest doch Ricky, ob du willst oder nicht, als erstes. Der Markt. Ah, komm, gib her. Ja, würde ich sagen, dann speichern wir hier. Nee. Der gibt jetzt halt kein Signal. Irgendwo muss es ja auch noch hier entsprechende Erze geben. Oben sehe ich auch gerade, ist ja irgendwie. So brusianische Vulkane. Ich muss echt gestehen, ich hätte irgendwie auch echt wieder Lust, mal wieder Signal of Mana zu streamen. Das ist ja auch schon, uff, 2 Jahre her oder sowas. Ich sehe gerade, wir haben hier einen halben Khadgar. Genauso bin ich auch am Überlegen, ob wir hier nach direkt Aegis streamen oder Illusion of Time, weil Illusion of Time brauche ich dringlichst das Videomaterial, dass ich meine Texte schreiben kann für die vertonte Variante. Weiß nicht, ob es jetzt mittlerweile jeder mitgekriegt hat. Ich möchte Illusion of Time vertonen. Und ich denke mal, ich werde da Gameplay und Story getrennt handhaben. Abgenommen vom Teller, ja. Ach, hier ist die Hütte von den Dieben. Das sieht schon so nach aus, ob ich da keine Lust habe, durchzugehen. Den richtigen Tasten hilft es natürlich auch mit dem Weiterkommen. Dammit. Diese Handschuhe, ey. Kann ich so überhaupt nicht leiden. Ja, vielleicht auch im Wechsel, muss ich mal sehen.
Also bis jetzt heißt es, dass es für den Juni noch einen Schichtplan gibt und ich hoffe dann, dass im Juli spätestens dann wieder normal ist, daher die Homeoffice-Leute wieder ganz normal schaffen sollen und so weiter und so fort, dann können sie auch endlich hier die Scheißschichten zusammenlegen. Die 20 Mann, die wir in der Montage sind, dass wir da Schicht machen müssen, ist absolut bescheuert. Ich bedenke, dass ich die Maschine aktuell in zwei Schichten baue, mit jemand anders zusammen, das ist grauenvoll. Dann weiß der andere wieder nicht, was du gemacht hast und... Hier oben war das Schwimmbad, wie kam ich denn da drüben hin? War ich da drüben schon? Wahrscheinlich nicht, deswegen ist da vorne das Ding nicht entdeckt, würde ich mal behaupten. Ha? Dafür, dass seine Stelle so geheim ist, hat sie jetzt aber nicht so viel ausgespuckt. Ja gut, DLC 2 ist ja dann doch immerhin ein bisschen größer. Ja, ich wollte gestern eigentlich gucken, aber ich bin stumpf eingepennt. Ja, irgendwas um 22 Uhr wieder wach geworden auf der Couch, so. Sabberfaden im Bad hängen. Okay, da ist auch noch irgendwie ein Teleporter. Könnt mich mal kreuzweise. So, was habe ich denn verpasst? Ein Unboxing. Ah, okay. Was wurde denn geangeboxt? Dein Paket, okay. Cluedo, landet das auf YouTube? Das Paket. Das Unboxing. Au. Immer diese Viecher, die sich hinter der Kamera verstecken. Okay. Soweit zum Schwertstrahl. Hallo Schwertstrahl. Also ich glaube hier das Herzteil hatten wir auch schon. Oder? Wo der Winterbrücken schlägt. Gucken wir auf jeden Fall nochmal nach. Kann ja nicht allzu verkehrt sein. Weil ich meine, das hier hätten wir. Ja, ich meine, das hätte doch hier gelegen. Können wir das auch abhaken? Knapp. ja. Yeah.
sonst bei euch alles gut. Ich hoffe, keiner von euch muss hier am langen Wochenende arbeiten. Bin auch recht froh drum. Morgen werde ich mich mal gepflegt ausruhen und dann mit Cluedo Grindea weiter streamen. Da bin ich ja jetzt auch mit dem nostalgischen Typen in Katgeigisch TV endlich durch. Dammit. Kann man immer noch nicht killen. Kann sagen, leck mich, ich kann schwimmen. Yeah. War doch irgendwo, genau. Ich glaube, hier müssen wir Frühling machen. Ich dass heute Morgen Stream-Werbung nicht funktioniert hat. Ausbaut Halo vom PC streamen kann aber schon gut. Ja, Slime Ranger läuft auch bei mir nicht gut, also. Ich glaube, da, das liegt bei dem Spiel so ein bisschen an der Engine. Ich glaube nicht, dass es so bescheiden ist wie Red Dead. Weil das läuft ja wirklich so unterirdisch. Wo zur Hölle war hier dieser verdammte Baum? Stumpf. Ich war gewohnt, das mittlere Ding wegzuhacken. Das braucht man hier gar nicht mehr. Au. Heute stelle ich mich ja wieder ganz gut an. Das ist ein Gascha-Beet. Wenig zuverlässig hier immer drei Stück. Na ja, gut, Yuko, wie alt ist deine Möhre? Immer noch ein Unterschied, als wenn die Kiste 15 Jahre alt ist. Ja, darf's aber nicht vergessen, Oh, wir bekommen Besuch. Streaming-Software recht, mein Herzteil dabei? Nee. Verzichtig. Na. Ändere ich dann hier für den... Ah, das war unten beim Tempel. Oh, ich bin so hohl. Das war auch direkt hier. Mann, Mann, Mann. Oh, hey! Halt. Frühling brauchen wir. Ich sollte nicht Jahreszeit wechseln und in den Chat gucken und mich wundern, nicht zu wissen, ob wir jetzt wieder Sommer oder Frühling haben. Ja gut, aber da kommt es halt auch drauf an. Hast du einen 500 € PC oder hast du einen 3000 € PC? Das ist auch ein älterer 3000 € PC. Weniger an seine Leistung, später an seine Leistungsgrenze schlägt, ist halt auch irgendwo logisch. Ich werde Strom schnellen. Bitte!
Ich will an Land. So, fress mal wieder unsere Koffeintablette. Ich war ohne der Höhle schon drin. Frag mich mal, bis die Kiste hier das alles hatte, was ich haben wollte, war ich bei 4000 Euro. Das Problem ist halt meistens, dass vieles auf Silizium basiert und durch die tollen Tesla-Autobatterien und so ein Müll ist halt der Siliziumpreis so extrem hochgeschossen. Deswegen sind halt die Prozessoren und alles Mögliche so schweineteuer geworden. Dafür, dass Leute mit den Elektroautos fahrende Bomben steuern dürfen. Ich sag mal, dafür, dass so viele Leute wie Kamikaze fahren, dann dürfen sie wenigstens auch explodieren, wenn sie irgendwo einschlagen. Ja, jetzt ist es wieder da. Das Unkraut. Wann kommen da Viecher aus dem Boden? Ja, ekelhaft. Nadi, prinzipiell, ich weiß ja nicht, was du für Musik hörst. Ich werde ja in 2 Jahren im Februar 38. Und wo ist denn das Wintergehölz? Ja. Und wenn ich es mir leisten kann, möchte ich da ein Privatkonzert veranstalten mit Hell's Paradise, mit Omega Vibe und mit Deformed. Und da sind natürlich alle aus der Community auch eingeladen, wer gerne kommen möchte. Ich denke mal, Essen wird es nicht geben und nur Softdrinks. Wer was Härteres braucht, soll sich dann mitbringen. Und keine Ahnung, Bekannter von mir hat mobilen Pizzastand. Und vielleicht stellt er sich ja dahin ohne Kommission und könnt dann bei ihm euch dann direkt Pizza einverleiben und gibt dann gratis Konzert oder sowas. Nicht öffentlich. Ist halt dann Frage wegen Veranstaltungsort oder sowas. Und jeder muss halt auch gucken, wie er sich unterbringt. Ich kann halt niemanden hier reinpacken, weil ich wahrscheinlich von der Veranstaltung eh nichts haben werde, weil ich überall am Rumrennen bin. Ein Feld südlich des Warpbaums, okay. Bäh. Okay, irgendwie da. Wir werden wohl so rumgehen müssen. Okay, da drüben ist auch noch was. Ja, ich trinke ja auch seltenst was. Also meinen letzten Rum hatte ich letztes Jahr Ende August.